bin Besitzer der Einhorn-Apotheke und dem entsprechenden Gebäude drumherum. Und wir befinden uns im Herzen von Memmingen. Das Gebäude der Einhorn-Apotheke ist ein sehr historisch bedeutsames und stadtprägendes Bild seit Jahrhunderten. Es war sehr wichtig, die Sanierung durchzuführen, weil ich habe es aus Tradition von meinem Elternhaus weitergegeben bekommen. Vom alten Bestand wurde die schöne Balustrade im Innenhof übernommen, natürlich die schöne Stuckdecke aus der Barockzeit im Hauptverkaufsraum der Apotheke, sowie die ganzen Gegebenheiten im Haus, unter anderem ein sehr schöne ausladende Treppenhaus. Der Dachstuhl drohte wegzubrechen oder wegzukippen. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Jetzt ist anzupacken, bevor es zu spät ist. Also wenn ich vor dem Gebäude stehe und mir es betrachte, geht mir das Herz auf. Nach jahrelanger Diskussion und Kopfzerbrechen dann doch dieses tolle Ergebnis zu sehen. Ich habe immer gern meinen Kunden, den zu mir in die Apotheke kam, erzählt, 3 Jahre nach Errichten der Einhorn-Apotheke 1492 ist Amerika erst entdeckt worden. Was vielleicht die Größe und die historische Bedeutung zeigt. Da dieses Haus ja konzipiert war von Anfang an als Apotheke, zeigt sich das auch im Haus, ja, anhand der Barockdecke, die die Geschichte der Pharmazie widerspiegelt. Genauso wie von außen betrachtet viele Facetten und Elemente darauf hinweisen, hier ist die Einhorn-Apotheke.